Um auf dem Marktplatz eBay erfolgreicher zu verkaufen, gibt es diverse Marketing-Tools, die man einsetzen kann, um seinen Umsatz zu steigern. In diesem Video zeige ich dir, welche Marketing-Tools uns hier eBay zur Verfügung stellt und wie diese einzusetzen sind. Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, die Selbstständigkeit, Investitionen und Motivation, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video. Wie immer zeige ich die ganzen Dinge an meinem Notebook, lasst uns direkt loslegen. So Freunde, lasst uns dann loslegen mit den Marketing-Tools. Im letzten Video habe ich ja darüber gesprochen, welche Neuerungen und News uns hier eBay an alle Händler zur Verfügung gestellt hat. Und wenn du das Video nicht gesehen hast, dann schaust dir hier oben an gerne. Ich werde es verlinken. Und ich habe natürlich darüber gesprochen, dass für gewisse Themen ich einzelne Videos ins Detail machen werde. Und heute beginnen wir mit dem ersten Video, und zwar den Marketing-Tools von eBay. Ich denke, dass es eins der wichtigsten Videos sein wird für dich. Schau es dir deshalb auch bis zum Schluss an. Denn Marketing ist sehr wichtig, um erfolgreich bei eBay zu verkaufen, um generell erfolgreich zu verkaufen. Und wie du diese Marketing-Tools nutzt, das schauen wir uns direkt gleich an ins Detail. Alle Informationen, wie immer, die ich zur Verfügung stelle, findest du unten in der Beschreibung. So, ich befinde mich jetzt hier in meinem Verkäufer-Cockpit Pro von eBay, und wie du hierher gelangst, du drückst einfach hier oben auf Verkaufen und dann sollte bei dir auch diese Maske erscheinen. So, wir schauen uns jetzt die Marketing-Tools an, die uns hier eBay zur Verfügung stellt, und die finden wir ganz einfach unter Marketing und dann auf Verkaufsaktionen klicken. So, wenn wir dann auf den Verkaufsaktionen sind, haben wir hier die Möglichkeit, alle Verkaufsaktionen zu verwalten. Und wir haben hier Merchandising, was hier steht, Verkaufsaktion, da klickst du dann drauf und hast hier dann über den Reiter Verkaufsaktion erstellen die Möglichkeit, 4 verschiedene Verkaufsaktionen oder beziehungsweise Rabatte als Marketing-Tool zu starten. Wir haben hier den Mengenrabatt, den Multirabatt, digitalen Gutschein und Sonderaktion plus Preissenkung. So, wir beginnen direkt mal mit dem Mengenrabatt. Alle sind verschieden, aber ähneln sich zum Teil sehr stark. Diverse Sachen haben hier spezielle Fähigkeiten und diese schauen wir uns hier ins Detail an. Beginnen wir direkt mal mit dem Mengenrabatt. Kommen wir zu dem Mengenrabatt. Zuerst einmal wählst du die Kategorie, in der deine Artikel drin sind, für die du diesen Mengenrabatt gewähren möchtest. Das tust du hier über diesen Reiter, dann hast du die Möglichkeit, hier noch eine Zusatzoption auszuwählen, die aber nicht vonnöten ist. So, dann schauen wir uns hier an, wir haben hier einen Mindestbestellwert und Mindestbestellmenge. Da können wir aussuchen, und zwar haben wir dann die Möglichkeit, einen Euro-Rabatt zu geben. Also ab einem gewissen Bestellwert, zum Beispiel ab 100 Euro, können wir zum Beispiel hier 10 Euro Rabatt gewähren. Ja, also ab einem bestimmten Bestellwert, Mindestbestellwert. So, das Ganze kannst du natürlich auch prozentual machen. Du kannst einen bestimmten Prozentsatz geben, zum Beispiel 10%, auch ab 100 Euro. Das kannst du natürlich für dich individuell bestimmen, wie du möchtest. Und dann ist es nämlich so, wenn ein Kunde jetzt aus deiner Kategorie, die du ausgewählt hast, und die Artikel, die du gleich noch auswählst, gewisse Artikel zusammen sich sucht und möchte jetzt 5 verschiedene Artikel bestellen und kommt über die 100 Euro Mindestbestellwert, dann kriegt er einen 10% Rabatt dafür gewährt. Ja, das wird dann bei der Kaufabwicklung abgezogen und der Kunde freut sich darüber. So, noch hast du die Möglichkeit, hier auch 10% bzw. 10 Euro Rabatt zu geben auf 100 Euro, und zwar je Bestellwert. Das heißt, immer wenn der Kunde 100 Euro überschreitet, ab 200 Euro gibt es dann 20 Euro zum Beispiel. Ja? So läuft das Ganze hier ab. Dann gibt es auch noch die Bestellmenge. Das wäre ab einem Kauf von 3 Artikeln zum Beispiel, gibt es 10 Euro Rabatt. Das Ganze geht natürlich auch in Prozentsätzen, wie auch oben, hier nur mit der Bestellmenge. Also recht simpel, denke ich mal.
So, dann gibt es noch die Möglichkeit, einkaufen beim nächsten Sparen. Das heißt, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel einen Artikel kauft und dann gibt es einen gratis dazu, also quasi 50% Rabatt. So, das Ganze kannst du hier natürlich auch noch mit Prozentsätzen verbinden. Wenn der einen kauft, gibt es auf den nächsten 20% Rabatt auf den weiteren Artikel. Und so weiter und so fort. Hier gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, ohne einen Mindestbestellwert zu arbeiten. Das heißt, es gibt 10 Euro Rabatt ohne einen Mindestbestellwert für gewisse Artikel, die du jetzt hier unten auswählst. Wenn du dann auf Artikel auswählen klickst und das vorher alles eingestellt hast, dann hast du hier die Möglichkeit, Artikel auszuwählen, maximal 500 Artikel. Oder du kannst bestimmte Regeln noch anwenden, die du dann festlegst für die Artikel, für die dieser Mengenrabatt bzw. ja Mengenrabatt angewendet werden soll. So viel zu dem Mengenrabatt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, einen Multirabatt zu geben. Ich persönlich nutze auch den Multirabatt, das sieht besser aus. In den Anzeigen wird auf den Multirabatt direkt schon bei der Voransicht hingewiesen, dass man hier zum Beispiel bis 10, 20, 30% sparen kann. Hier kannst du das Ganze natürlich selbst wieder festlegen, wie viel Prozent, hier ist es nur in Prozentsätzen, der Kunde ab einem gewissen Mengenrabatt bekommt. Das heißt, hier gibst du erstmal den Aktionsnamen ein für das Angebot, damit das unterschieden werden kann. Du kannst nämlich mehrere erstellen und dann sagst du, ab dem ersten Artikel gibt es keinen Rabatt, und aber ab dem zweiten Artikel gibt es schon einen Rabatt von zum Beispiel ja, 5%. Ja, das wird dann auch eingeblendet, wobei der größte Rabatt wird dann eher eingeblendet, bei der Voransicht meine ich. Und ab dem dritten Artikel sagst du, möchte ich 8% geben, und ab dem vierten Artikel bekommt der Kunde sogar 10% Rabatt. Ja? Das heißt, wenn er 4 Artikel kauft, spart er 10% Rabatt. Hier kannst du noch sagen, dass der Warenbestand kannst du hinzufügen, und zwar Rabatt nur auf einzelne Artikel anwenden. Oder du kannst sagen, für alle, dann kreuzt du nämlich hier nichts an und fügst hier keinen Warenbestand hinzu. Und dann sagst du hier, in welchem Zeitraum das Ganze vonstatten gehen soll, und kannst hier auch ganz normal starten. Dann wird dieser Rabatt nämlich für alle deine Artikel gelten, es sei denn, du wirst hier gewisse Artikel, einzelne Artikel auswählen, für die diese Bedingungen gelten sollen. So viel zu dem Multirabatt. Kommen wir dann zu dem digitalen Gutschein. Der digitale Gutschein ist ein besonderes Marketing von eBay, den du an Drittanbieter bzw. auf verschiedenen Marketingseiten, Shoppingseiten verteilen kannst. Wie läuft das Ganze nämlich hier ab? Hier kannst du unterscheiden zwischen Mindestbestellwert und Mindestbestellmenge. Beim Wert legst du wieder den Preis an, zum Beispiel ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro bekommt der Kunde 10 Euro Rabatt. Kannst du für dich individuell aussuchen. Ja. Der Rabatt kann pro Transaktion nur einmal eingelöst werden. Das kannst du auf Ja klicken oder natürlich auf Nein. Dann können die Kunden so oft kaufen und ab diesem Mindestbestellwert so oft diesen Gutschein auch kriegen, wie sie einkaufen. Das Ganze geht hier auch natürlich wieder prozentual. Zum Beispiel ab 100 Euro kannst du 15% Rabatt geben. Und das sieht auch der Kunde hier so. Genau so wird das dann auch angezeigt. Die Besonderheit hierbei ist natürlich, dass du jetzt, wenn du dieses Angebot erstellst, hier gibt es noch ein paar andere Sachen, die du dann eingeben kannst, zum Beispiel den Warenbestand wieder mit Regeln versehen und gewisse Artikel aussuchen. Dann gibst du dem Ganzen natürlich noch eine kurze Beschreibung und ja, den Zeitraum kannst du hier auch auswählen. Und dann bekommst du, das ist hier kurz erklärt, ich fasse es kurz zusammen, du bekommst deinen URL-Code bzw. einen URL-Link, den du auf Drittanbieterseiten, wie schon gesagt, verteilen kannst. Zum Beispiel, jeder kennt bestimmt MyDeals oder Sparfuchs, Schnäppchenfuchs, glaube ich, heißt er sogar. Und da kannst du natürlich deine Angebote positionieren mit dem gewissen Rabatt, den du hier festgelegt hast.
Und dann greifen Kunden eventuell im besten Fall zu. Ja, und ich denke, das ist ein sehr gutes Marketing-Tool, wenn du hier ein bisschen auf dich aufmerksam machen möchtest und ein paar Rabatte verteilen möchtest. Stell das natürlich so ein, dass du keinen Verlust machst, aber das ist wohl selbsterklärend. Und dann geht das Ganze recht gut. Mit diesem URL-Code geht nur über diesen URL-Code. Das heißt, normale Nutzer auf eBay, auf dem Marktplatz eBay, würden dieses Angebot nicht kriegen. Nur mit diesem bestimmten URL-Code, den du auf Drittanbieterseiten wie MyDeals und Schnäppchenfuchs verteilen kannst. So viel zu dem digitalen Gutschein. Und zu guter Letzt gibt es die Sonderaktion plus Preissenkung. Das zum Beispiel ist ein ähnliches Tool, wie wir es auch vorher schon gesehen haben, nur ein bisschen vereinfacht. Hier kannst du zum Beispiel für jeden Artikel einen Rabatt von, kannst du selber festlegen, von 5% festlegen. Und dann werden die Artikel dazu ausgesucht, für die das gelten soll. Und dann ist es nämlich aber für jeden Artikel. Das heißt nicht ab einer bestimmten Bestellmenge, sondern es wird hier wirklich 5% für jeden Artikel, den du hier festlegst, 1%, ein Rabatt gewährt. Das Ganze kannst du natürlich hier auch wieder nicht prozentual, sondern auch mit Euros festlegen, wie viel Euro der Kunde an Rabatt erhält, wenn er einen gewissen Artikel bestellt. Auch hast du die Möglichkeit hier den kostenlosen Versand für alle reduzierten Artikel anbieten, ja, wenn du das nicht schon tust. Ich empfehle das immer. Ganz einfaches Tool, das geht ganz einfach. Dann wählst du hier wieder wie gewohnt deine Artikel aus und kannst das Ganze festlegen. So viel zu dem Tool. Nun gibt es auch noch ein weiteres Tool, was du nutzen kannst, und das sind die Anzeigen. Ich habe es schon in mehreren Videos angesprochen, dass bei eBay Anzeigen sehr wichtig mittlerweile geworden sind und diese unbedingt geschaltet werden sollten. Auch wenn du dich nicht unbedingt dem empfohlenen Prozentsatz anpassen musst, jedoch würde ich immer 1 bis 2% auf jeden Artikel Anzeigen schalten. So wirst du viel besser positioniert und kannst viel besser von Kunden gefunden werden und so viel bessere Umsätze erzielen. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du Anzeigen schaltest, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Das findest du hier oben. Schau es dir gerne an. Und dann würde ich sagen, war es das zu den Marketing-Tools. Es sind definitiv einige nützliche Sachen dabei. Probier es aus. Du musst es jetzt nicht für alle Artikel anwenden, aber spiel da mal ein bisschen mit rum. Ich sage dir, es wird definitiv eine Hilfe sein, um deine Umsätze bei eBay zu steigern. Und ich freue mich, wenn dieses Video dir geholfen hat und gefallen hat. Gib mir dazu gerne einen Daumen hoch. Mich motiviert das sehr stark, um weitere Videos für dich zu erstellen und so noch mehr Leute erreichen zu können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Tschüss.